Kurs auf Kabul. Die radikal-islamischen Taliban rücken auf ihrem Eroberungszug jetzt immer näher an die afghanische Hauptstadt heran. Über die Lage in Kabul spreche ich mit der Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung, Elinor Zaino. Hitzenotstand. Italien stöhnt unter dem heißesten Sommer seit 20 Jahren. Brände wüten jetzt auch östlich der Hauptstadt Rom. Free Britney. Im erbitterten Vormundschaftsstreit zwischen Popsängerin Britney Spears und ihrem Vater tut sich jetzt eine überraschende Wende auf. 18 von 34 Provinzhauptstädten sind bereits unter ihrer Kontrolle. Jetzt rücken die radikal-islamischen Taliban immer näher Richtung afghanische Hauptstadt. Schönen Abend, willkommen bei der ZIP-Nacht. Afghanistan gerät außer Kontrolle, warnt vor kurzem UN-Generalsekretär Guterres angesichts des rasanten Eroberungszuges der Taliban. Über die Lage in Kabul sprechen wir gleich. Zuvor noch ein Überblick von Alexandra von Mercy. Ihr Siegeszug scheint unaufhaltsam. Mehr als die Hälfte der Provinzhauptstädte haben die Taliban bereits erobert. Mittlerweile stehen sie vor der Hauptstadt Kabul. Den Menschen dort bleibt in ihrer Angst vor den radikal-islamischen Kämpfern nur das Gebet. Die Taliban haben hier früher regiert, sagt er, und sie haben nicht im Interesse der Menschen regiert. Tausende Familien sind in den letzten Tagen nach Kabul geflohen, das noch von der Regierung kontrolliert wird. Mehr als 70.000 Kinder leben in diesem notdürftig errichteten Lager. Angesichts der humanitären Katastrophe setzen viele Länder Abschiebungen nach Afghanistan aus. Österreich und Tschechien halten noch daran fest. Jeder fürchtet sich vor den Taliban. Wo sie sind, ist Terror, sagt dieser Geschäftsmann. Unser Land ist ruiniert, aber wer soll uns aufnehmen? Also bleiben wir hier, sagt dieser Schuhputzer in der gefallenen Provinzhauptstadt Ghazni. Und ich bin jetzt via Skype verbunden mit Dr. Elinor Zaino, Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Herr Frau Zaino, Sie sind erst seit wenigen Tagen zurück aus Kabul. Sie sind jetzt in Deutschland. Was hören Sie denn von Ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Freunden und Bekannten, die sich noch in der afghanischen Hauptstadt befinden? Ja, die Lage in Kabul ist wirklich jetzt dramatisch zugespitzt. Also die Menschen werden täglich nervöser, haben wirklich große Angst, dass demnächst eben auch die Hauptstadt Kabul ins Visier genommen wird, angegriffen wird oder belagert wird. Also die Nerven sind mittlerweile hoch angespannt und die Angst steigt täglich auf ein Höchstmaß. Immer mehr ausländische Organisationen und Botschaften fangen jetzt eben an, ihre Leute aus Kabul herauszubringen. Wie viel Zeit bleibt denn noch, um sicher aus der Stadt zu kommen? Das ist jetzt die große Frage. Also man hatte vor kurzem noch gedacht, es handelt sich vielleicht noch um ein paar Wochen, bis Kabul dann vielleicht ins Visier genommen wird. Mittlerweile plant man wirklich in Tagen. Also wir versuchen jetzt wirklich in den nächsten Tagen Leute in Sicherheit zu bringen, Menschen zu evakuieren, Solidaritätsnetzwerke aufzubauen, Schutzhäuser in Kabul aufzubauen. Also wir wissen es nicht. Wir sind wirklich ziemlich mit den Nerven sehr, sehr angespannt und sehr verunsichert. Jetzt sind die Taliban bereits 60 Kilometer im Süden vor Kabul sozusagen in Stellung. Ist damit zu rechnen, dass eben auch die Hauptstadt mehr oder weniger ohne Widerstand in die Hände der Islamisten fallen wird? Das vermute ich eher weniger. Und also Kabul ist natürlich die schwierigste Stadt, die man einnehmen kann und die symbolischste Stadt. Und in Kabul, muss man sich vorstellen, spiegelt quasi die gesamte afghanische Gesellschaft in kleinem Format wider. Das heißt, wir haben in Kabul alle Konfliktparteien sitzen. Wir haben natürlich auch Taliban in der Stadt sitzen, in Zivil quasi. Das heißt, um Kabul einzunehmen, das wird sehr, sehr schwierig, egal für welche bewaffnete Gruppe. Und das macht uns eher mehr Sorgen, denn wir stellen uns eher auf einen Zermürbungskrieg ein, auf langanhaltende Kämpfe, Straßenkämpfe und eine sehr, sehr schwierige Zeit, wenn es wirklich dann zu dem Angriff kommt. Ist die afghanische Armee überhaupt in der Lage oder willens, hier überhaupt Widerstand zu leisten? Also wir haben jetzt wirklich überraschenderweise gesehen, wie stark die afghanische Armee eigentlich auf dem Schlachtfeld dann eben doch nicht ist. Also dass sie wirklich den Taliban unterlegen ist. Und das kommt für alle sehr, sehr überraschend. Denn zum einen hat sie eine stärkere Mannschaftsstärke, fast zehnfach stärker als die Taliban. Aber es mangelt eben eventuell an der Motivation. Denn also die Taliban sind einfach hoch motiviert,
können mit Verlusten umgehen, sie bekommen sofort neue Rekruten. Während die afghanische Armee natürlich die Angehörigen, denen fehlt jetzt die Motivation, seit auch der Sicherheitspartner, die NATO, raus sind. Und es fehlt vor allem auf Seiten der Republik eine einheitliche, starke Führung, die die Menschen hinter sich versammeln kann und mobilisieren kann und Mut machen kann. Das ist die große Schwäche der afghanischen Armee. Die UNO warnt jedenfalls bereits vor einer humanitären Katastrophe. Welche Schritte kann denn der Westen unternehmen, um hier die Lage zu verbessern? Oder ist die Lage sowieso aussichtslos? Also das, was man jetzt machen kann, wir haben jetzt keine militärische Karte mehr wirklich. Das, was man jetzt machen kann, ist, dass man auf politischem Wege eventuell noch versucht, Einfluss zu nehmen. Sei es über den Verhandlungsprozess. Man müsste jetzt versuchen, das tut man auch schon im Hintergrund, quasi Schutzgarantien auszuhandeln für die Zivilbevölkerung, auch für die Ortskräfte, dass man da zumindest gewisse Garantien noch aushandeln kann. Dann sehe ich vielleicht auch noch die Möglichkeit auf der regionalen Ebene, internationalen Ebene, dass man schaut, dass man den Konsens der Nachbarstaaten bekommt. Dass also ganz klar die Nachbarstaaten, und ich denke hier vor allem auch an China, auch an Pakistan, dass die auch rote Linien setzen, dass die an die Taliban-Führung signalisieren, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, dass sie keinerlei Unterstützung von irgendeinem Land, auch nicht aus der Nachbarschaft, erwarten können. Frau Zeiner, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Nach Österreich. SPÖ und ÖVP haben heute ihre Abschlussberichte zum Ibiza-Untersuchungsausschuss präsentiert. Die Sicht der Parteien auf die Ausschussarbeit der letzten Monate könnte aber dabei unterschiedlicher kaum sein. Für die SPÖ war es der erfolgreichste U-Ausschuss bisher. Das würden zahlreiche Rücktritte und Suspendierungen belegen. Ja, die türkis-blaue Bundesregierung war käuflich. Ja, die Politik war käuflich. Die ÖVP weist das empört zurück und spricht von einem Unterstellungsausschuss. Außer Spesen nichts gewesen, mehr ist es nicht. Der U-Ausschuss ist damit vorerst vorbei. Einige juristische Verfahren sind aber noch anhängig. In Italien ist am Sonntag Ferragosto, Startschuss für viele Italienerinnen in den wohlverdienten Urlaub. Doch die Vorzeichen sind diesmal alles andere als entspannt. Die Feuerwehren melden über 50.000 Einsätze seit Mitte Juni. Dazu kommt noch eine noch selten dagewesene Hitzewelle. Es ist einer der heißesten Sommer der vergangenen 200 Jahre, der die Menschen in Italien derzeit zum Schwitzen bringt. In zahlreichen Städten wie hier in Rom liegen die Temperaturen um die 40 Grad. Wir sollten etwas tun gegen die ständig steigenden Temperaturen. Gegen die Hitze hilft nur Wasser. Italien leidet nicht nur unter der aktuellen Hitzewelle, sondern vor allem unter den anhaltenden Bränden, vor allem in Süditalien. Während einige Politiker höhere Strafen für Brandstifter fordern, verspricht der Premierminister Mario Draghi Hilfszahlungen für betroffene Personen und Unternehmen und einen Wiederaufforstungsplan für die verbrannten Gebiete. In Süditalien, vor allem in Kalabrien, halten die Brände an. 4000 Hektar Wald sollen im Nationalpark Aspromonte bisher abgebrannt sein. Auch nahe Rom bei Tivoli haben Feuer in der Nacht große Teile eines Naturschutzgebietes zerstört. Die Alarmbereitschaft bleibt weiter hoch. Im erbittert geführten Vormundschaftsstreit zwischen Popsängerin Britney Spears und ihrem Vater tut sich ein neues Kapitel auf. Laut US-Medien hat jetzt nämlich der Vater beim zuständigen Gericht in Los Angeles die Vormundschaft zurückgelegt. Gibt's doch noch ein Happy End der Free Britney-Bewegung? Markus Geusing. Es ist ein lange und emotional geführter Streit zwischen Vater und Tochter, der auch die Fans der Popsängerin auf die Barrikaden trieb. Spears sprach vor Gericht wiederholt davon, dass der Vater ihr Privatleben kontrolliere und von ihrem Vermögen, geschätzten 60 Millionen Dollar, profitiere. Jamie Spears übernahm 2008 nach beruflichen und privaten Problemen und einem psychischen Zusammenbruch die Vormundschaft über seine Tochter. Im Juli nun hatte der Rechtsanwalt von Britney die Ablöse ihres Vaters als Vormund wegen beschämender und verwerflicher Angriffe beantragt. Außerdem sollte geprüft werden, ob er sich unrechtmäßig am Vermögen der Tochter bereichert habe. Den laut US-Medien jetzt bei Gericht eingebrachten Rückzug von Britneys Vater aus der Vormundschaft wird damit begründet, dass er zur Zielscheibe ungerechtfertigter Angriffe geworden sei und einen öffentlichen Kampf mit seiner Tochter vermeiden wolle. Das war's von der ZIP-Nacht. Verbringen Sie ein schönes Wochenende. Das Wetter wird ja wieder hochsommerlich. Weiter geht's jetzt hier mit Fußball. Christian Dientorfer mit den Spielberichten aus der vierten Runde der zweiten Liga. Schönen Abend.